An der schläft man wieder. Sie ist wach. Ganz total wach. Ich glaube, den besiege ich nicht. Nee, irgendwie. Glaube ich es gerade nicht so wirklich. Hey, ich mache endlich Schaden. Hey, ich habe eine Spezialfähigkeit, die ich immer langsam benutzen könnte. Nee. Ich blute. Ich bin tot. Gott. Das wird noch ein harter Tag. Oder Abend, vielmehr. Das wird wahrscheinlich alles sein, was ihr in diesem Let's Play zu sehen bekommt, noch. Das war schon mal falsch. Ich gehe nochmal aufs Falsche, ne? Damit mache ich wenigstens Schaden. Ne, mach's nicht. Boah, nee, oder? Leck mich. Er kriegt mal flinke Säfte drauf. Boah, der andere E-Pen kriegt er noch mal flinke Säfte. Flinke Säfte. Nun, Leute. Tod in Unterdrückern. Ja, genau. Los, gib mir Gas hier, Opa. Reduziert es eigentlich die wirklich flinke Säfte wieder? Wenn ich dieses, was auch immer es darstellen soll, dieses Schlaf, Verwirrung, dieses, ich bin nicht mehr voll da. Noch gar nicht kaputt, so ein Scheiß überhaupt. Na also, du bist kaputt. Noch eindrucksvoll wenig Schaden. Es wird nicht beeindruckend sein. Überhaupt nicht. Und oh, ich hasse es, es ist auch dauernd betäuben oder was auch immer es ist, einsetzen kann. Es ist dauernd. Glotzt ihn nochmal an, wie viel AP hatten wir? Oh Gott! Stärke, Wucht und Masse, Schwäche, Klinge und Luft. Soll ich denn jetzt Luft hernehmen? Hey, guck mal, dieses Glas, da ist Luft drin. Oh Gott, frische Luft, ich sterbe! Keine Luftzauber. Ja. Stirb. Dinge. Was hab ich denn noch so? Ah ja, wir schauen mal mitten im Kampf. Lässt den Gegner erstarren. Das würde ich mir gerne aufheben. Ich will auch keine Eichhörnchen fressen. Oder will ich vielleicht doch? Lecker Eichhörnchen. Lecker. Yum, yum, yum. Die kreischen immer so scheiße, wenn man den Kopf abbeißt. Oh, leckst mich doch am Arsch. Ich könnte jetzt meinen Mana auffüllen. Ne? Könnte ich tun. Ich hasse dich. Scheiß betäuben da dauernd oder was auch immer das ist. Ja doch, passt schon. Das kotzt mir so an, einfach nur. Hört mal an. Oh, jetzt schlägt der auch noch vorbei. Ich habe solche unfähigen Idioten in meiner Gruppe. Ich bin von unfähigen Idioten umgeben. Nein, schade, ich hab gedacht, ich könnte das Spiel backen. Spiel backen, indem ich hier so nur wenig Energie habe, ihn heil und dann ist alles wieder gut
Aber ich kann trotzdem noch dreimal angreifen. Der Kampf zieht sie noch hin. Dinge. Gut, dass ich Heiltränke dabei habe. Woher auch immer ich die habe. Warum ist er jetzt auf einmal betäubt? War er eben auch schon betäubt? Meine Eule ist tot. Schon wieder. Unnützes Federvieh. Na, geil. Soll ich sie jetzt schon heilen? Besser wär's vielleicht. Ach, scheiß drauf. Wutsch. Dinge. Als Heiltränke da. Komm hier, schütt doch ein Bier rein. Und noch eins. Jawohl, das macht Wunder. Hier ist doch ein Schnaps hier. 80%, Strom 80. Yeah. Das wäre weg Tode wieder, du. Wenn nicht, ich habe hier noch eine Spezialmischung von Uma. Junge, ich sag dir, das zieht dir die Schuhe aus. Und noch so einiges anderes. Was ist überhaupt, wenn ich der Eule jetzt einen Heiltrank gebe? Ja, du wirst ihn weg, ne? Aber total, kannst gleich ein Klo runterspielen. Boah, der macht nur so abartig viel Schaden. Und ich treffe mal wieder überhaupt nicht. Es ist doch halt. Er greift an. Er trifft sogar. Wie unvorhergesehen. Ob Trank. Ja, einmal. Ja. Macht des Saftes mit dir sein, so, damit die mir nicht stirbt. Ich glaube, was hochprozentiges. Das Zeug ist so stark, das ätzt sich total durch die Krüge. Das ist wie Grog, nur schlimmer. Einen nach dem anderen weg. Kein Wunder, dass ihr euch ständig nicht mehr bewegen könnt, wenn ihr so viel sauft. Wir greifen noch einmal an. Wir sind. Ich muss mindestens eine in meiner Gesamtsaufkraft für diesen Sauerstoff aufbringen. Das reicht nicht. Leck mich doch. Also für einen heiligen Paladin säuft er ganz schön viel. Und mit viel meine ich verdammt viel. Und er ist mal wieder bewusstlos, aber es wird mir nicht angezeigt. Was ist das für ein Bug? Fix diesen Bug sofort! Los, mach schon! Gott, jetzt wird es langsam kompliziert. Mir gehen auch langsam die Tränke dann aus. Steinhagel, wenn ich schon mal einen Olle rufen kann. Gut, ist eh nutzlos, ne? Die konnte nichts. Es sollte nicht daneben schlagen. Vielleicht sollte ich mal Magietränke trinken, dann könnte ich die Spezialfähigkeit wieder benutzen. Oh, vielleicht sollte ich mal aufhören, daneben zu schlagen. Heil mal. Jetzt langsam gehen mir wirklich die Tränke aus, wird unangenehm. Wandern meine Heiltränke. Meine großen. Oh, es sind schon wieder zwei betäubt. Warum ist er so voll betäubt? Was ist das für ein Unsinn? Trank. In schlechten Zustand. Aus. Oder? Das gibt's doch nicht! Die Lüttenfische wollen Klumpen zwicken, ha!
Scheiße. Das hat nicht funktioniert. Aber schön, dass ich das probiert habe. So, wo war jetzt dieser super Heiltrank? Lebenswasser. Boah, fantastisch! Ich liebe sowas! Kratzt mich tot! Warte, ach, jetzt kratzt er ja. Oh ne, schon wieder! Hoch jetzt mit dir! Bleib mal stehen! Oh, das geht mir so ewig langsam jetzt, ne? Ja. Egal, ich hab nichts mehr, mit dem ich noch heilen könnte. Oh, sie lebt noch, sie lebt noch. Komm schon, werd fertig. Boah, er lebt immer noch. Nein, jetzt sind wir noch nicht tot. So, jetzt habe ich nichts mehr zum Retzen, richtig? Nein. Das gibt's doch nicht. Nein. Ja, funktioniert nicht. Auch nicht. Nein, nein, nein. Ja, dann würde ich sagen. Ich hab gewonnen. Hoho! Und Gisolf kriegt jetzt, glaube ich, keine Erfahrungspunkte, weil er tot ist. Also, nein, er ist nicht tot, er ist bewusstlos. So, so nicht alles kämpft man, dem er alles verfeuert, was man hat. Jetzt will ich kurz schauen, hat er Erfahrungspunkte bekommen? Ich bin 2920. Überraschenderweise nicht. Kaiser zu entdecken! Sei von diesem verdammten Zauberthron! Und das heißt? Ist sie zu knacken! Sie öffnet dem, der. Tja, der eben weiß, wie es geht! Aus dem Zauberthron so blieb bei Leuten, die es leisten können! Ja, kennen wir schon. Vor dieser Zettel. Schlungene Zeichnung ziehen ihn. Schildkiste. Soll ich da jetzt irgendeinen Unterschied erkennen? Vermutlich. Nochmal Rätsel, das ich wieder nicht verstehe. Böse Leute hier. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was sie damit sagen will. Sieht da jemand einen Unterschied? Oh, Moment. Oh Gott! Ich fürchte, ich weiß, was zu tun ist. Ich fürchte, ich weiß es. Ja! Irgendein Zecke ist mir zuvor gekommen! Kann ich den Braten nicht essen? Guck ich so, als ob ich wirklich den Rest von den Brettern schlecken würde! Noch gibt's Schlimmeres. Gefüllt wäre es interessanter! Gründlich gelehrt. Honigsgolden, süß und kräftig! Haben jetzt in der Birne mächtig! Ja, mein Poet, was ist rein? Ein Brandwein. Ja! Ich mach mir eine Lache zum Naschen! So. Sag mir jetzt nicht wirklich, ich muss diese Schilder so anordnen. Hier kenne ich mal direkt einen Unterschied. Da ist bestimmt ein Unterschied. Ich glaube, die Rechten sollen nach rechts, die Linken nach links. Nö. Was soll ich das denn machen? Ich bin Grobmotoriker.
wird doch nichts. So, du bleibst mal so und... Ich weiß nicht. Muss ich beide, oder? Hey, das ist Atomzeichen. Cool. Die geheime... Gott, wie soll ich das denn hinkriegen? Das ist bei mir absolutes Glücksrad. Warum müssen die alle gerade sein? Ich bin mir nicht so sicher, das ist so schwierig erkenntlich. Nee, ich glaube, sie sind alle gerade, oder? Oder sind die leicht schräg? Du könntest mir doch einen Hinweis hinschreiben. Ich sehe alle gerade, du Idiot! Ich sehe alle gerade aus. Ich versuch's einfach mal. Auf gut Glück, ne? Dümmsten Leute haben immer den meisten Glück. Ich hasse es! Alles. Ich hasse es! Es ist sogar Zweifel. Es ist wirklich zum... Leck mich! Aus welchem Grund kann man nicht einfach die Schilder so schieben, wie man möchte? Weil das ein Spiel ist, du Idiot! Das ist wahrscheinlich gleich falsch. Nein! Da schaut was auf! Das hat er gehört, von hier aus. Ist es das, was ich denke, dass es ist, dass es ist? Ach, wie niedlich! Ein kleines dunkles Steinchen! Kein Wunder, dass ihr aus dem Häuschen seid! Magisches Ding, hast du aber eine Vorstellung, vor was du stehst? Ein Rundstein! Ein Rundstein! Sag, habe ich nicht einmal ein paar der größeren Abenteuer gefunden? Größer als du, Gisolf? Größerer weiß sich durch Taten klingen! Das hier spricht doch wohl für sich selbst! Nimm eine Rune. Hab ich da gerade eben so ein, Was ist das jetzt? Kommt es nochmal? Ja, da, cool. Und noch war das ein Rundstein! Ich möchte wissen, wie er da nur angekommen ist! Tisch her! Er liegt herum! Und er ist voll bis oben hin! Ja, scheiße, nee, sie sind nicht so dumm. Geben Sie sicher das, wir wissen das auch nicht. Was hat er gebrabbelt? Ein Schatz! Steck ihn schon nieder, Erwählter. Wir haben genug Zeit vertrödelt. Ein Elf aus dem Falk erschlagen? Das sind die Hexenjäger ähnlich! Die Ungerechten verdienen die Strafe. Gegenwärtige Zustand spielt dabei keine Rolle. Ich ruhe! Ich werde ihn aufregen. Aufwecken. Hey, der Kerl! Auf die Beine mit dir! Ich weiß schon, was dir fehlt. Was, wie, wo, bin ich? Außer der Sprache! Was denn für ein Schatz, von dem du gemurmelt hast? Unglaublich, du könntest entkommen! Schatz, was für ein Schatz? Wurst von Kenny Schatz über den Inseln wüsste ich cool nix. Hat man das verstanden? Von der Insel also! So! Und weiter! Da ist ja um ein mächtig Hundfötsch. Er ist einfach den Trandüssel von dem anständigen Zecher ausnutzen. Ist das Üxzack nix mehr. Ein verstochen Geldstück Bonusgold! Ich muss es nur herauspressen! Brunn, befrag ihn! Und zwar gründlich! Zu gern, Erwählte. Was? Eine Befragung durch den? Hättest du ihn lieber gleich erschlagen sollen? Nunu immer sagte, was auch nicht, das Brunnen richtet! Lebe den Folgen deines Willens! Brunn, beginne! Wir kämpfen nur gegen Ordensleuten hören tun. Aber ich glaube nicht, dass mich das beeindruckt tut. Aus mich kriegst du nichts raus, gar nichts. Wir werden sehen. Nein, ich bin krank. Du wirst gar nichts zum Kicken tun. Du magst keine Angst, Schluck. Ja, Schluck, ich rede auch Dinge, die sie tun will, ja. Setz dich doch. Mach es dir bequem. Jetzt. Was hältst du vor? Sitzt du gut? Ist alles zu deiner Zufriedenheit? Halt dich gut. Oder soll ich etwas aufbieten, das sie noch mehr entspannen lässt? Ah, entsetzlich. Ich kann nicht mehr hinsehen. Das ist unmenschlich. Zitterst du? Tritt dir der Schweiß aus? Ei, wie kann das sein? Ist sie etwa unbehaglich? Über Gnade! Aufhören?
Du willst das Beste verpassen? Aber sieh doch, was ich dir mitgebracht habe. Das gemütliche Kissen. Geil. Ich sag alles, alles. Aber nicht das gemütliche Kissen, nicht das Kissen. Ich hätte nicht so gedacht, dass du so groß sein kannst, Hexenjäger. Niemand rechnet mit den Methoden des Ordens. Das ist eine unserer Stärken. Dein Zeuge, Gisolf. Ich höre! Ja, ich sag ja alles. Ja, Schatten oben der Insel, südwest von hier, dort gibt es einen Berg, dort ist er drin. Aber man wird das Wort kennen mit man, sonst kommt man nicht rin. Denke immer an das Kissen. Ich will nur plaudern, das Wort ist Mietfass. Oh, wie kreativ. Sag da, der Zugang sein ob. Wer? Du hast gelogen, Fräulein! Bleib dir so! Eine Weile. Mag Kissen. War das eben ein Lag? Ja, weil der Rechner ist scheiße, Hunk. So, da drin gibt es wahrscheinlich einen großen Heiltrank. Genau, was ich jetzt brauche, nachdem ich alle verfeuert habe. Ja. Und noch so einiges anderes. Eigenes Liebste, öffne den Tor. Wo ist denn das M? Ich möchte ein E kaufen. Ich möchte lösen. Mietfass. Bald. Du sprichst wahr. So, bevor ich da drin jetzt niedergemetzelt werde. Was zögerst du, Erwählter? Er ist so fett. Geh so fast nicht durch den Gang. Eingang. Was heißt hier fett? Das ist lang und ehrlich von der körpereigene Wappnung. Du hageres Ding. Passt also wirklich nicht durch. Hau dich auch noch an, Jungchen! Das Lachen wird dir ohnehin gleich vergehen! Denn du musst mit dir da wohl allein in die Höhle, um einen Schatz zu holen! Mit der Hexe? Mit dem Hexenjäger? Schau dich so an! Alle zusammen, dann komme ich auch an mein Gold! Das ist ja wie so was tatsächlich durch diese Nadelöhr! Durch dieses Nadel. Die Höhle wirkt nicht, als sei sie ganz natürlich im Fels gewachsen. Jetzt hält Zusammenarbeit. Wenn der Held einen Schritt macht, tut es ihm sein Begleiter gleich. Er bewegt sich wie sein Spiegelbild. Wenn jeder Held auf einen der Pentagramme steht, drückt er Ender. Willst du abbrechen, geh zum Ausgang und drück dort Ender. Alles klar, gut. Dann schneller letzte Formalie. Wer folgt wem? Ich führe. Ich folge doch keinem wie dir. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ruhe, das Spiel heißt Kooperation. Hier wird zusammengearbeitet. Na also, das wird geklärt. Und da Brunnen das letzte Wort hatte, führt er. Okay. Nee, so schon mal nicht. Also ich muss auf jeden Fall irgendwas mit diesem Stein machen. Aber dafür ist er ja da, ne? Jetzt habe ich es verbockt. Ne, Moment. Was ist das jetzt? Ein weiterer Gegenstand, der mich verwirren soll. Moment. Das war jetzt ein Fehler. Oh, Rätsel! Man muss sie einfach lieben. Moment, ich muss in die andere Richtung. Das war jetzt wahrscheinlich eins zu weit, ne? Ja. Aber kein Problem. Oh Gott! Warum hasst er mich so sehr? Okay, passen wir erstmal die Entfernung an. Ich kann sie nicht doch weit anpassen. Doch. Jetzt muss ich nur noch sie dazu bringen, dass sie weiter. Falsch, ich muss sie dazu bringen, dass sie weiter nach oben. So. Ist noch nicht weit genug. Ach, Scheiße. You fail.
muss sie erst weit genug von mir auseinanderbringen und dann... Ja, jetzt muss ich sie nur noch weit genug von mir wegbringen. So, jetzt muss ich sie nochmal wieder ran... Ach, ist es doch! Ich denke, sie sehen so einen grauenhaften Mist aus. Welches kranke Gehirn hat das bitte schon wieder verbrochen? Das muss sehr krank gewesen sein. Oh Gott. Okay, wir passen erstmal die Entfernung an. Noch ein Feld. Nein, das war jetzt eins zu viel. So, jetzt passt schon mal die Entfernung. Ach, die läuft auch weiter, wenn ich hier so... Okay. Dann Wind. Passt das schon? Nein. Dann nochmal so und es passt. Gott, ich bin so gut! Toll, Nachthemd.